Männer mit großem Wissen über Manipulation von Essenzen? Unwahrscheinlich. Wundert mich, aber wir werden mal unsere Entwicklungsmission für den Mutalisken spielen. Mutalisken-Gattung bereit für Anpassung. Verwilderte Brutlords geortet, muss Essenz zurückerlangen. Kann mit Mutalisken-Gattung verwoben werden. Ich find's gerade verdammt abwegig, dass der Mutalisk zum Brutlord gemorpht wird. Normalerweise gibt's halt die Einheit den Chender und der würde zum Brutlord gemorpht werden. Brutlord wird aus Mutalisken gemorpht. Er schafft Brütlinge und schleudert sie aus großer Distanz auf Bodenziele. Ist sowas wie der Schwarm wird in der Luft, nur dass der Abwurf der quasi erschaffenen Viecher halt auch nochmal Damage macht. Ist jetzt nicht so toll, wir haben quasi mit dem Schwarmwirt schon eine Artillerie bei uns in der Armee. Ja, Viper, wird aus Mutalisken gemorpht, manipuliert das Schlachtfeld durch Einsatz ihrer Fähigkeiten, kann Ziele verschleppen und einen Schleier ausstoßen. Ich denke, der wird uns mehr nützen im Kampf. Mission starten. So. Verteidigungsplattform der Liga Sigma Centauri. Verwilderte Brutlords nahe. Geschütztürme auf Töten von Mutalisken spezialisiert. Stagnation ohne Brutlords. Finde die Brutlords. Wir werden ihre Essenz assimilieren und die Liga zerstören. Okay, ein paar wilde Brutlords abknallen. Jetzt nicht so schwer. Brutlords töten. Essenz erlangen. Und hilflos sind sie. Zwei Essenzen für mich. Vielen Dank. Assimiliere ihre Essenz. Wow. Die sehen interessant aus. Mutalisken können zu Brutlords morphen. Erwarten Befehl. Haben aber jetzt Ekelzeug auf dem Rücken. Ähnlich wie Chender. Na gut, wollen wir mal morphen. Was kommt raus? Brutlords. Brutlord wirft Brütling ab. Greift weit entfernte Bodenziele an. Holy shit! Sende Mutalisken, beschützen Brutlords, ergänzende Fähigkeiten. Setzen wir diesem Putt ein Ende. Ja, also die Mutalisken sind jetzt nur noch da, um zum Beispiel Vikings runterzuholen. Läuft ganz gut. Da hinten sind noch ein paar. Einer. Da sind noch ein paar, aber da gehe ich noch nicht ran, weil da zu viel Anti-Air ist. Jetzt kann man sich ein wenig ranfahren. Ja, man merkt schon, Brutlords haben ganz schön was auf dem Kasten, dadurch, dass sie halt erstmal Einheiten abwerfen und auch noch so einen guten Damage haben von 20. Und das Schöne ist halt, gegen Terraner mit den Siege Tanks, Terraner zerballern sich halt alles selber dadurch. Was ist hier los? Ach, der ist hier im Bunker am Bombardieren. Könnt ihr mal Focus Fire auf die planetare Festung machen? Danke. Planetare Festung zerstört. Plattform gesichert. Wo kommen wir jetzt hin? Ich bin gespannt. Brokkas Hur. Lagerwelt der Liga. Trümmer von Frachtschiff entdeckt. Joriumkristall im Inneren. Jorium nützlich für Experimente. Erhöht psionisches Potenzial. Muss beschaffen. Also wir klauen erstmal. Forschung an Uressenz abgeschlossen. Neue Gattung erschaffen. Viper. Bereit zum Angriff auf Liga.
Ja, das sieht doch schon interessant aus. Die haben sogar so einen Angriff in der Liga, Kampagne. strategische Einheit. Entführt Ziele, zerrt Freund oder Feind an eigenen Standort. Bewegt euch über den Fluss und zieht unsere Scheusale auf die andere Seite. Machen wir das doch mal. Belagerungspanzer entdeckt. Vipern einsetzen. In Reichweite der Scheusale ziehen. Oh. Das ist verdammt eklig. Ja, man merkt schon, die haben keine Chance, wenn man so vorgeht. Also es kann echt gemein sein, besonders im Multiplayer mit Vipern halt gegen teure Einheiten, die man aus einer Armee rauszieht, weil das ist echt ärgerlich. Reaper stößt lähmende Wolke aus. Feinde darin können nicht angreifen. Ja, der Schleier. Schaffe eine Wolke, die die Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt und gegnerische Einheiten und Gebäude daran hindert, anzugreifen oder energiebasierte Fähigkeiten einzusetzen. Reiß diesen Bunker in Stücke. Also, das hat echt was. Ja, da konnten sie ein bisschen Nur die letzten angreifen. Verteidiger sind übrig. Bringen wir es zu Ende. Das Ding ist, die laden die ganze Zeit die Energie der Viper wieder auf. Na gut, in der Kampagne kann sie eigene Einheiten fressen, um sich zu heilen, wie es scheint. Nur normalerweise ist es halt ein riesiger Kampf, Vipern Energie quasi zu verschaffen, weil sie halt sich an anderen verbündeten Gebäuden normalerweise nähern. Ja, wollen wir mal zuerst hier ein bisschen die Panzer beseitigen? Ich glaube, die sind das Übelste an dem ganzen Haufen. Als nächstes würde ich sagen, sorgen wir dafür, dass nicht mehr angegriffen wird. Ja, haben wir eine Viper verloren, aber ansonsten lief es ganz gut. Man merkt schon, die Viper hat mehr Potenzial als der Brutlord, würde ich sagen. Gesichert. Muss Mortalisten Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Morph-Sequenz von Mortalisten bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Also ich bin Viper-Fan. Ich werde. Jetzt spreche ich es auch schon so behindert aus. Ich bin Viper-Fan, also werde ich auch die Viper nehmen. Gattung Brutlord. Belagert Bodenziel aus großer Entfernung. Angriff erschaffen Brütlinge. Gattung Brutlord beinahe verloren. Gattung Schänder kann nicht wiederhergestellt werden. Essenz nicht verfügbar. Mutalistenbasis muss ausreichen. Erschafft nach Metamorphose Brütling-Symbionten, kann Brütlinge über weite Entfernung entsenden. Gegner am Boden werden aus der Luft belagert. Mächtige Waffe. Okay, man hört wenigstens in der Kampagne eine Erklärung, was mit dem Schänder passiert ist. Gattung Viper zieht Einheiten an neue Positionen. Gegner werden dabei eine Sekunde lang betäubt. Verlangsamt gegnerische Bodeneinheiten und verhindert, dass sie angreifen. Entzieht verbündeten Einheiten Trefferpunkte, um Energie wiederherzustellen. Kann Lufteinheiten angreifen. Viper aus Essenz von Cerus gebildet. Ursequenzen optimiert. Überflüssige Mutationen entfernt. Stärker. Für Schwarm geeignet. Gattung Viper verschleppt Ziele, stößt Schleier aus, manipuliert das Schlachtfeld zum Vorteil des Schwarms. Nehmen wir. Evolution abgeschlossen. Haben wir jetzt immer noch eine rechte lilane Seite und eine linke grüne? Ich glaube, es war andersrum. Die rechte Seite war ursprünglich bei uns grün und links stehen ich haben, links war lila, aber jetzt haben wir gemischt. Auf jeden Fall im Hintergrund. Also hier in der Evolutionskammer. Ah nein, links ist immer noch lila. Okay, dann wird das wahrscheinlich auch noch grün. Wer weiß. Wir gehen zurück. Wir begeben uns auf eine weitere Mission. Narut ist ein uraltes Wesen, das über gewaltige Macht verfügt. Er wartet tief im Inneren des Labors auf dich. Einer von euch wird sterben. Sieh zu, dass es dieser Hurensohn ist. Das dürfte kein Problem sein. Vor allem kriegen wir eine neue Einheit, den schönen Ultralisken. Schwere Angriffseinheit, die Bodenziele mit einem Flächenangriff angreift. Ja, Mission starten. Weiter geht's. Monstrositäten, sende das Heiligtum eingedrungen.
Protoss. Diese Tal'Darin bilden Naruts Reserve. Es sind seine beste Truppe. Der letzte Kampf naht. Was für eine Schande. Dieser Ultralisk hätte nützlich sein können. Beleb ihn wieder. Stukov-Organismus versteht falsch. Tod irrelevant. Nur Essenz wichtig. Ich wusste es. Ultralisken wiederhergestellt. Ultimatives Symbol für Schwarmevolution. Ja, die haben ja eh keine Chance. Wir müssen einen Standort für unseren Schwarmcluster sichern. Dann kümmern wir uns um Narut. Okay, ich habe irgendwie Lust auf Hydra Ultralisk. Ich glaube, so kann man ganz gut spielen. Wilde Mutation mit Ultralisk. Diese Fanatiker. Gewagt. Gefällt mir. Greift an, meine Brüder. Königin, was ist es diesmal? Gefällt mir sehr gut. Wir warten kurz auf die wilde Mutation. Die Eroberung geht weiter. Was kann er eigentlich? Verseuchte Terraner schaffen. Ach, nur einmal, schade. Okay, Stukov kann ein wenig was. Ist jetzt aber nicht so toll. Ich bin der Schwarm. Okay, das ist doch schon krass. Sparen wir uns die Formalitäten. Warum würde Narut dieses Labor auf einem Xel'Naga-Tempel bauen? Du weißt überhaupt nichts über die Xel'Naga! Holy! Lass mich raten. Narut treibt eine Nullzone auf dich zu. Sie wird dich bei der leichtesten Berührung umbringen. Wir werden ohne Kerrigan kämpfen müssen, oder? Diese Tempel verstärken seine Macht. Stukov, geh zu den Tempeln und vernichte sie! Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Das war keine Frage, das war ein Befehl.